Servus, salva tutti. Mein Name ist Christian Schlegel. Ich wünsche euch allen ein frohes Neues. Und das ist der erste Film in 2020. Ich war ja, wie gesagt, nochmal ein paar Tage weg. Und es ist auch eine Menge passiert. Ich war teilweise so weit weg, da hatte ich noch nicht mal mehr Internet. Digitales Detox kann ich jedem nur mal empfehlen. Sehr, sehr schön. Macht mal richtig Spaß. So, jetzt gucken wir uns den Freund mal an. Ich halte den für sehr interessant. Ich bin dann zurückgekommen, ich habe mir alles Mögliche angeschaut, jetzt 2 Tage damit verbracht. Was ihr hier vor euch seht, ist der DAX auf Monatsbasis. Eine Kerze, ein Monat. Ja, immer mal wieder schön zu sehen, solche Hammer, die der Freund dann hier bildet, auch auf lange Sicht. 13.596,89 war das All-Time-High am, Achtung, 23.01.2018, fast auf den Tag genau vor 2 Jahren. Morgen, jetzt haben wir den 19. und wir haben 16.27 Uhr an diesem schönen Sonntag. Und das ist also ziemlich genau 2 Tage her. Was passiert hier? Von den Bändern her habe ich gar nichts. Auf Monatssicht gleitende Durchschnitte positiv. MACD positiv. Stochastik positiv. Ohne zwar hoch, aber ohne ein Verkaufssignal. Wir haben die Gefahr eines Doppeltops. Einmal hier, einmal da. Die ist latent vorhanden. Aber dann zeige ich gleich noch was diese Gefahr vielleicht ein bisschen rausnimmt. Also am Monat her ist der nach wie vor nach oben gerichtet. Ich habe nicht den Hauch eines Verkaufssignals. Ich würde erst negativ werden unter, das zeige ich gleich beim Tag nochmal, das sind ganz grob 12.850. Schauen wir gleich mal auf die Woche. Hier ist die Woche. Es bleibt hier bei diesen Zahlen, 13.596, da ändert sich natürlich gar nichts. Die Woche ist über, die Stochastik weiterhin auch überkauft. Das ist für mich noch kein Verkaufssignal. Ich bin da sehr, sehr statisch. Ja, ein kleines Lunzen über das ehemalige All-Time-High und dann dreht das Ding hier schon wieder komplett nach oben. Wäre ich also sehr, sehr vorsichtig. Das MACD hat sich hervorragend abgebaut durch diese Seitwärtsphase hier. Das ist nichts anderes als eine Seitwärtsphase. Das Band, jetzt muss ich mal das Faden kurz rausnehmen, sieht ein bisschen anders aus. Beim Monat ging es also ein bisschen auseinander, aber nur unwesentlich. Aber jetzt schauen Sie mal hier, was das macht. Das der Bewegung entgegengesetzte Band, ich sage es immer wieder, hat die Richtung hier geändert. Das können Sie ab hier sehen, seitwärts. Wir sind gerade mal 130 Punkte über dem höchsten Punkt, als das hier eintrat. Das ist eine Seitwärtsbewegung, deswegen muss der Trendfolger auch abflachen. Gibt es keinen anderen Grund für. Auch hier gilt dieser Punkt von 13.596,89 mit Schlusskurs als ganz, ganz wichtig. Ich glaube nicht, dass direkt hier so eine Zehntelstelle nach dem Komma irgendwelche Stops drin liegen. Aber die sollten drin liegen im Bereich 13.620, sollten die ersten größeren Stops sein. Und wenn es gebrochen wird, ist das nächste Ziel, das obere Band, bei 13.800. Also von daher, es ist auch hier noch alles in Ordnung. Jetzt kommen wir zum Tageschart. Das ist jetzt eine relativ lange, seit Ende Oktober bzw. Anfang November ist es mehr oder weniger eine Seitwärtsphase. Also ich streite mich jetzt nicht um 100 Punkte. Es sind lediglich 70 Punkte bis zum All-Time-High. Das ist nicht viel, das ist eine ganz schnelle Geschichte, da komme ich auch gleich drauf. Wir sind von der Technik hier Stochastik gleichfalls überkauft, MACD völlig neutral, die Bollinger Bänder ohne echte Aussage. Da ist eigentlich gar nichts. Der Chartpunkt hier, dieser Punkt 13.596, das ist der wichtige. So, und jetzt komme ich zu dem Ding, was ich Ihnen unbedingt an die Hand geben will. SAP hat am 28.01. haben die Zahlen. Wenn ich diesen Freund hier mal rübernehme, hier rüber sind die SAP auf dem All-Time-High. Das war bisher bei 100, ziemlich genau 125 und wir sind drüber. Wenn die SAP sich um 1%, also 1,22 Euro oder 1,25 Euro bewegt, verändert das den Index um 14 Punkte. Das heißt, 2% alleine lassen den Index schon um 3% steigen. Vielleicht erinnern sich der eine oder andere an diesen Tag hier, das war Anfang Oktober oder und insbesondere hier, das waren 10% nur in SAP, was die gestiegen sind und das hat im Index ganz grob 130 Punkte seinerzeit gebracht. Ich möchte nicht sagen, dass das am 28.01. passiert, das ist nicht meine Aufgabe, aber man muss das unbedingt im Hinterkopf behalten. Wenn so ein Big Ship, und SAP ist nun mal der größte Wert im DAX und in Deutschland, ein neues All-Time-High macht, dann hört das nicht einfach auf, dann legt das schon noch was drauf. Ob das dann
eine 130 ist oder eine 150, vermag ich so nicht zu sagen. Aber Vorsicht, nochmal diese Zahl, 1%, sprich 1,25 Euro in SAP sind 14 Punkte im Index und das kann nämlich dem Index ganz leicht helfen, um eben diesen Bereich hier nach oben rauszunehmen. Das kann wirklich passieren. Und dann sind wir über der 13.596. Also ich bin sehr, sehr vorsichtig mit dem Short Game. Ich mache es eigentlich gar nicht. Ich mag es momentan nicht. Das ist mir viel zu riskant. Das Ding kann mir hier wegfliegen. Momentan läuft der Index so wie so eine Art Perpetuum mobile. Der läuft von allein. Und da müssten schon wirklich richtig schlechte Schlagzeilen kommen. Und ich glaube nicht, dass der Verlust von Meghan und Harry in England, dass die also sich nicht mehr königliche Hoheiten kennen, wird dem Markt nicht helfen, nach unten zu gehen. Also das reicht nicht. Das ist Impeachment-Geschichte auch nicht. Da wird was eingereicht. Das heißt, das kann Wochen, das kann Monate dauern. Würde ich nicht ernst nehmen. Ja? Ich bleibe grundsätzlich bei meiner Meinung, dass wir das erste Quartal bis Ende März weiter positiv sind. Ich habe das Anfang Dezember bei NTV auch gesagt. Ich rechne mit einem Kurs von ungefähr 14.000. Und dann glaube ich mal an eine größere Klatsche, die es nach unten gibt, die uns auch locker mal 1.500, 2.000 Punkte posten kann, hier wieder in diesem Bereich. Aber momentan ist der Markt ein Selbstläufer. Schauen wir mal nach Scheinen. Ich bin der Auffassung, dass wir, sagen wir mal, in diesem Bereich eine sehr gute Unterstützung haben, also etwas unter der 12.100, 12.860, 70. Deswegen suche ich mir keinen zu heißen Schein aus, aber der muss schon hier drunter liegen. Das wäre dann jetzt in diesem Fall sowas hier, das ist ein runden 20er Hebel, das ist ein 12.850er Schein, ein Open-End-Schein von Goldman Sachs und, wo ist meine Brille, mit der Kennnummer Gustav Bertha 4PR2, 12.850er Schein. Das wäre für die Geschichte, wenn wir wirklich das neue All-Time-High machen. Kann ich noch mit warten? Die sehr aggressiven Händler unter Ihnen, die können hier unter die 20-Tage-Linie gehen. Das ist 13.320, ein bisschen drunter. Boah, dazu möchte ich aber erstmal ein, zwei Tage beim Markt sein, bevor ich mir so einen Bock hier reise. Jetzt gucken wir mal nach den Shorts. Ich tue mich unheimlich schwer, hier einen Short zu nennen, weil ich halt der Meinung bin, dass der Index durchaus eher mehr Chance als Risiko hat. Ich nenne ihn trotzdem einen, und zwar diesen hier. Das ist ein Put von Goldman Sachs mit der Basis 13.826. Das ist ein 45er Hebel. Ich sage nicht, dass Sie den kaufen sollen. Ich sage nur für die Leute, die jetzt der Meinung sind, wir machen hier doch einen Doppeltop. Und 13.596 ist das Top und der Markt geht da nicht drüber. Und die sind der Meinung, der Markt muss unbedingt drunter gehen. Ich halte mich da raus. Ja, das ist noch nicht mein Ding. Für mich sind das zu wenig Signale. Da bietet sich so ein Schein hier an. Wie gesagt, 45er Basis hat die Kennnummer GD6 XFK. GD Gustav Dora 6 XFK. Ich möchte allerdings dazu sagen, ich überlasse es jedem selbst, wenn er da reinsteigt. Allerdings über 13.625, ich hatte es eingangs gesagt, würde ich da die Notbremse ziehen. Weil dann läuft das Ding von selbst und es kann innerhalb von Stunden nochmal 200, 300, 400 Punkte nach oben ziehen. Das ist ja nicht mehr viel. Ja, das sind ja nur 2-3%. Ja. Die 14.000 sind in greifbarer Nähe und ich gehe den Markt hier momentan nicht short. Das ist mir viel zu heiß. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.